Vielen Dank. Ach, ach. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Leute. Vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank. Wir sind in Hamburg. Und das ist, ja, das ist okay. Das ist, ich weiß, das ist kein guter erster Satz. Ne? Eigentlich musst du klassischerweise anfangen mit so einem, genau, ich sag, welcher Stadt wir sind, dann sagt ihr, das sind wir wirklich. Und dann sage ich, ja, und das ist die beste Stadt auf der ganzen Welt. Und das ist es ja nicht. Es ist okay. Es ist okay, hier zu sein. Hamburg, toll, toll, toll. Es ist nicht New York, aber auch nicht Moria. Es ist irgendwas dazwischen. Das ist auch gut. Wir sind umgezogen vor 1,5 Jahren. Was mir jetzt im Nachhinein die Berechtigung meiner Frau gibt, endlich über unseren ehemaligen Waldorf-Kindergarten herzuziehen. Also, meine... was eine prekäre Sache ist, weil wir sind auch in der neuen Stadt in dem Waldorf-Kindergarten. Aber es ist eine ganz andere Angelegenheit. Ich hatte einfach keine Ahnung von Waldorf-Kindergärten. Ich hatte keine Ahnung, was sie da machen. Ich bin einfach, wir haben uns 3 Kindergärten angeguckt und bei dem dritten, dem Waldorf-Kindergarten, habe ich sofort gedacht, hä, der ist ja massiv schöner als die anderen. Da ist ja richtig Geld reingeflossen. Alle, das gibt nur Holzspielzeug. Alle Leute, die da arbeiten, tragen so Tüll. Es gibt keine Ecken. Jackpot. Und einige Sachen sind schon cooler in dem Waldorf-Kindergarten. Also bei diesen anderen, wir haben so Vorgespräche gehabt mit so normalen Kindergärten und da war die Ansage, ich habe gefragt, so Eingewöhnung, wie viel Zeit haben wir da? Und die meinten, 3 Tage könnt ihr da sein und dann müsst ihr das Kind übergeben und dann weggehen. Und dann meinte ich, aber was ist, wenn die doll weinen? Dann meinte die Kindergärtnerin, das ist ein gutes Zeichen. Und dann meinte ich, warum? Und dann meinte sie, so. Und dann haben wir über andere Sachen gesprochen. Und im Waldorf-Kindergarten war es so, ja, jedes Kind braucht verschieden lang. Also das ist ganz individuell, so vielleicht einige schon am ersten Tag, haben wir auch schon gehabt. Einige haben vielleicht eine Woche gebraucht. Das ist Sebastian, der ist seit einem halben Jahr ist der hier. Das ist der Vater von Manuel. Und dann meine ich, oh Gott, nein, braucht Manuel so viel Zeit? Und sie meinte, nee, Manuel ist gar nicht mehr im Kindergarten. Aber der Sebastian spielt mega gern mit Holz. Nein, das war cool. Ich konnte halt die ganze erste Woche war ich damit in der Gruppe. Und da habe ich auch gemerkt, einige Sachen an dieser Waldorfpädagogik sind natürlich mega schlau. Da haben ja einige Moves von Rudi, waren ja einfach sehr klug. Was zum Beispiel, was nie passieren würde, man würde nie ein Kind anbrüllen oder sowas. Niemand würde sagen, Torben, komm mal jetzt her, setz dich dahin, wir räumen jetzt auf. Und nein, um Gottes Willen. Nein, nie. Alles wird immer gesungen. Das heißt, in der Situation war es, Torben, Torben, komm dabei, setz dich einmal neben mich, wir räumen auf. Und ich stand daneben und meinte, holy shit. Okay, also es scheint zu funktionieren, aber what? Ob ihr eine Sekte seid, will ich von euch wissen. Das ist ja mega drüber. Ihr seid ja richtig, richtig merkwürdig. Jesus. Wo ist denn mein Kind? Wo ist denn mein Kind? Nein, wir trinken nicht deren Tee. Pack das wieder weg. Alles ist gut. Nein, alles ist gut. Ja, wir... Dann hat sie mir das erklärt und meinte, nee, also wir singen mit Absicht, weil du kannst, das ist halt voll schwer wütend zu singen. Das ist ja mega schlau. Weil klar, das Maximum ist ja, Torben, Torben, kommt dabei. Ist immer noch besser als kreischen. In der zweiten Woche saß ich nicht mehr in der Gruppe, sondern draußen an der Garderobe bei angelehnter Tür. Ne? So, da sieht da zur Not, falls mich mein Sohn braucht, bin ich noch da, aber nicht mehr in Sichtweite. Und wenn ich, das heißt, ich habe die Gruppe nicht mehr gesehen, sondern nur noch gehört. Und dann wurde es absurd. Weil dann saß ich da an dem Mittwoch und was aus dem Gruppenraum rauskam, war Melanie, Melanie, hört jetzt auf, dem Björn so doll in die Augen zu drücken. Der Björn, der kann so nichts mehr sehen. Die Melanie, oh Gott, das wird brauchen einmal Hilfe hier in der Blumengruppe. Björn, Björn. Das funktioniert ja. So hätte sie gebrüllt, ich wäre panisch geworden. So saß ich da zwischen diesen winzigen, zu bunten Kinderjacken und dachte ja auch nur, brippdereben, brippdereben. Da hilft auch keine Brille mehr. Und
Und da habe ich gemerkt, ich glaube, wenn du singst, du kannst viel krassere Sachen machen, als wenn du redest. Du kannst viel weiter gehen inhaltlich, als wenn du redest. Weißt du, es gibt so Sachen, weißt du, wenn du was sagst, du sagst was, Leute hören das und sagen dir irgendwann, stopp, das darf man nicht mehr sagen. Bei Singen ist, Leute sind nicht ganz dabei. Leute sind automatisch immer... Das war ein bisschen doll, aber... Es ist so, einige Sachen dürftest du nie sagen, wenn du sie singst. Das ist auch juristisch, ist das so. Das habe ich nicht überprüft. Aber ich kann mir vorstellen, dass das so ist. Doch, aber muss das so sein. Alexander Gauland hat meiner Meinung nach keine Daseinsberechtigung. Wir leben in einem demokratischen Staat. Was ist Alex nicht? Demokrat. Jemand sollte sich um ihn kümmern, jemand sollte sich um ihn kümmern, aber ich sag nicht wie. Beziehungsweise sag ich, dass ich mehr, seit mein Anwalt meinte, hör auf damit. Klar, es macht einen Unterschied, ob ich das mache und Leute lachen oder ob ich mich hier vorne in die Fußgängerzone stelle und sag, Alexander Gauland hat keine Daseinsberechtigung, jemand sollte sich um ihn kümmern, aber ich sag nicht wie. Das ist ein anderer Move. Wenn ich das sagen würde, dann müsste ich wieder erklären. Oh nein, Leute, ey, bevor wir uns falsch verstehen, das ist nur meine persönliche Meinung und das wollte ich nur, also meiner ganz persönlichen Meinung nach, sollte man Leute wie Alexander Gauland an die Wand stellen und... Ach so, die sollen dann nur stehen, ne? Dass sie dann nur stehen, weil, nee, der ist alt auch und viel sitzen die im Bundestag und dann muss der, das ist besser, wenn der mal zwischendurch auch sich hinstellt, auch mit diesen, gibt ja diese Gummis, wo der dann so Übungen machen, ich mache eher so orthopädische Comedy heute und, ja, und da ist,